der Uhr. Wer soll das haben? Wenn die Uhr. Entstand auch daraus, viele Touristen haben gedacht, diese Grundstücke und diese Häuser sind vom Staat gebaut worden und wir wohnen hier kostenlos drin, sozusagen als Museumsinventar oder als Ausstellungsinventar, als Zoo, und für Touristen ist alles offen. Das heißt, sie sind so in den Gärten rumgetrampelt, das konnte man auch sehen. Ja. Sind, die Türen sind ja hier meistens nicht abgeschlossen, die Leute sind also an die Tür aufgemacht, einfach reingekommen, da stand da plötzlich ein Fremder im Wohnzimmer. Ich habe einen Film gesehen, europäische. Da habe ich diese, ein schönes Schloss gesehen. Das war wunderhübsch. Da hatte ich auch geträumt, wie das ist. Und dann wollte ich auch mal auch dieses schönes kleines oder ich kann nicht so große Schloss bauen, aber schönes Haus ich wollte. War ist hier noch wenig Leute, auch wenig Kunden, auch wenig Vietnameser, sehr wenig, ja nicht viel, nicht vollpacken, platt hier wie heute und fast kein Tourist natürlich. Ja, das sind nur Einkaufen mit Großwaren, viele Waren, Textil, Schuhe, alles möglich, ja, schnell einkaufen, schnell weggehen. Ja. Aber selbst, ich habe so eine Beobachtung, dass es, die Touristen kommen immer mehr hier, kommen viele Busfahrer, kommen viele Straßenbahnen, ja, und gibt auch für, Touristenführer. Der kommt hin und her laufen, der steht in mir vorne mit 20, 30 Leuten ein Gruppe und zeigt für die Deutschen oder für die Touristen, die hier gekommen sind, die hat gesagt, war früher ist eine Industriegebiet und jetzt ist schön geworden, Kultur hier aufgebaut, Wirtschaft hier aufgebaut.